Putz den Boden. Nö, bin doch keine Putzfrau. Oh, doch. Nein, denn wie der Name Putzfrau schon sagt, muss an der Aktion des Putzens eine Frau beteiligt sein. Sonst würde es doch Putzmann heißen, oder? Jetzt seht euch diesen putzigen Macho an. Ist er nicht niedlich? Deinen Männlichkeitswahn werde ich dir gleich austreiben. Komm her! Halt! War doch nur ein kleines Scherzchen. Yeah! Oh, kleiner Mann, was zitterst du denn so? Hat dich meine niedliche Kralle etwa erschreckt? Ich doch nicht. Na gut, dann nicht wie ran an den Schrubber. Ja, wohl, aber vorher muss ich erst meinen Adrenalinstoß abbauen und spielen, ja. Ach, na gut, wenn du glaubst, dass du mit ein paar blauen Flecken, die du dir zusätzlich zu deinem überhöhten Blutdruck einfangen wirst, besser den Boden schrubben zu können. Von mir aus gerne. Ja, Alexander! Alexander, Mensch, Alexander, grüß dich! Du musst mir helfen! Wieso? Was stellst du mit dir an? Die ist so böse, ja. Du, diese große Kralle, hast du auch einen Schreck gekriegt? Ja. Oh Gott, ich habe richtig Angst gekriegt, du Mensch, Alexander. Du Schisser. Ey, was, wie hast du heute Morgen... Wem nennst du Schisser hier, Alexander? Ich glaube, du bist der Schisser hier. Na, das werden wir ja gleich sehen, Alexander. Du machst nämlich jetzt ganz viele Punkte, Alexander. Ja. Und dann kriegst du einen ganz großen Preis und kommst, wenn du Glück hast, auf die Highscore-Liste. Und dann kannst du sogar den Superpreis gewinnen. Die, guck mal, was die sich hier zusammenraut, diese Hexe, Anna. Eine Spinne, die küsst eine Spinne. Magst du Spinnen, Alexander? Nee, nicht so gerne. Gerade nicht, wenn sie so groß sind. Ich auch nicht. Wie so Rücken rüberkrabbeln. Ich kriege nicht Gänsehaut überall hier. Furchtbar ist das. Du bist heute ganz schön spät aufgestanden, ne? Ja. Ist klar, bei Null können wir auch mal gucken, wo wir sind. Und denk dran, hier, dieser Besen, der hier neben mir steht jetzt, ne? Dieser Besen, ne? Weißt du, die schickt ja aber dieses Wasser da rein. Da müssen wir also ganz schnell sein. Und pass auf mit den Totenköpfen und so. Muss also richtig aktiv auf deinem Telefon rumhämmern. Ja, okay. Ich helfe dir aber, Alexander. Okay. Und ab geht's ins Labyrinth. Den Plan gucken wir uns mal an, wo wir da hin müssen. Den sagt da, nimm ich mir die Gold. Ja, goldig. Bis jetzt geht das ganz gut, Alexander, ne? Mama 8! Mal gucken, ob er am Fahrstuhl kommt. Ja, genau. Da war 1. Die 7. Nein, die 7. 6, mach die 6. Die 4. Nein, nicht hochfahren! Da mussten wir doch durch. Fahr doch mal wieder runter. Ups. Nee, wir müssen noch runter. Wo sind wir denn jetzt? Da, raus, oder? Jetzt hab ich ja unten. Jetzt kommt schon das Wasser. Hoch, nochmal hoch. Oh nein, kommt das Wasser! Oh, das ist gemein, nein! Ach, hast du noch einen Wasserbauch zusätzlich zu deinem Wasserkopf? Wer hier wohl einen Wasserkopf hat, du alte Schachtel? So, Alexander! Ja! Guck, wo die Punkte sind. Da muss ein bisschen verfahren im Labyrinth. Ja. Hexe, wegkommen! Ich muss doch hier raus zu meiner Familie! Bis gleich! Du brutzest hier, weißt du recht, ich glaub's ja gar nicht.